Am 24. September ist die Bundestagswahl. Du bist nicht in der Stadt, in der du wählen müsstest? Hast keine Zeit am Sonntag? Oder einfach Bock, vorher zu wählen? Mach doch einfach Briefwahl. Ab Anfang August hast du die Chance, deine Unterlagen direkt in deinen Briefkasten zu bekommen. Du denkst dir bestimmt, mega stressig, das zu beantragen. Habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Eben nicht. Du kannst deine Briefwahlunterlagen ganz einfach zu dir schicken lassen. Entweder mit deiner Wahlbenachrichtigung ins Rathaus gehen oder noch einfacher per Mail formlos bei deinem Wahlamt beantragen. Schon sind die Briefwahlunterlagen auf dem Weg und dann in deinem Briefkasten. In dem Umschlag befinden sich der Stimmzettel, der Wahlschein sowie ein blauer und ein roter Umschlag. Nicht vergessen, du hast zwei Stimmen. Die Erststimme wählt direkt den Kandidaten vor Ort in deinem Wahlkreis. Die Zweitstimme wählt die Partei. Wir hätten einen Tipp, wen du wählen könntest. Am besten Lothar Binding mit deiner Erst- und die SPD mit der Zweitstimme. Wenn du gewählt hast, musst du nur noch den Wahlschein unterschreiben. Dein Stimmzettel kommt jetzt in den blauen Umschlag. Der wiederum kommt zusammen mit dem Wahlschein in den roten Umschlag. Wählen kann so einfach sein und du kannst das Ganze deutschlandweit ohne Briefmarke in deinen Briefkasten werfen. Nachdem die Pflichten erledigt sind, ist jetzt wieder Zeit für eine Kaffeepause und Internet. Und Katzenvideos. Ich liebe diese Katzen. Du brauchst noch inhaltlichen Input? Kein Ding. Das können wir. Besuch einfach unsere Seite lothar-binding.de und spd.de.